Zu dem Preis gibt es woanders nur die Fußmatten. Mieten Sie den Smart für nur 19,95 € pro Tag bei Starcar, der günstig gelben Autovermietung. NRW Business TV, die Medieninitiative für den Mittelstand. Neue Luxussuiten und ein Führungswechsel im Domhotel Köln. Thema der Pressekonferenz waren die 42 neuen Suiten und Luxuszimmer des Hotels und die abgeschlossene Erweiterung des Grand Hotels am Dom. Ich habe ja jetzt die renommiertesten Häuser in Österreich führen dürfen. Hochwertige Materialien, die Zimmer sind wirklich auf dem neuesten Stand ausgestattet. Am Fuße der gotischen Kathedrale im Blau-Goldhaus sind die neuen Suiten für das traditionsreiche Grand Hotel fertiggestellt worden. Im Zuge des Führungswechsels löste Riccardo Giacometti den seit 10 Jahren im Amt stehenden Jürgen Sekulait ab. Ich glaube, das Domhotel ist ein Aushängeschild auch für die Stadt. Ich glaube, also Köln ist schon einzigartig in der Beziehung. Ich bin noch nirgendwo so warm und offen empfangen worden wie in Köln und das fällt mir schon schwer, hier wegzugehen. Die bodentiefen Fenster der denkmalgeschützten Köpfchenfassade gewähren den Gästen des erweiterten Domhotels einen unvergleichlichen Blick auf das Wahrzeichen der Stadt. Kölns erste SEO-Konferenz mit den bekanntesten SEOs Deutschlands. 400 Fachbesucher und die Vorträge von 27 hochkarätigen und bekannten SEOs ließen die Veranstaltung zu einer nachhaltigen Fachkonferenz geraten. Ja, im Grunde muss es mehr Veranstaltungen geben wie den SEO Day. Also hier können die Leute hinkommen, sich einfach fortbilden, sich aufschlauen, wie man ja so schön sagt aktuell, und sich auch untereinander austauschen. Durch das erstklassige Vortragsprogramm stiegen die Anmeldungen der interessierten Gäste innerhalb kürzester Zeit von 250 auf über 400 an. Es gibt Berliner Events, es gibt Events in Österreich, in München, in Hamburg, aber halt nichts in Köln. Und wir sind halt hier mit Düsseldorf und Köln eigentlich prädestiniert für genau ein solches Event, weil es unglaublich viele Agenturen, Webdesign-Buden, Webprogrammierbuden, jede Menge gibt, die sich jetzt mit dem Thema beschäftigen müssen, denn ihre Kunden wollen das und sie müssen delivern. Die Vorträge wurden in 4 verschiedenen Bereichen des Web-Aerials des Rheinenergiestadions gehalten und von den Fachbesuchern interessiert verfolgt. Das Excelsior Hotel Ernst, Kölns Grand Hotel am Dom. In unmittelbarer Lage zum Kölner Dom befindet sich das Excelsior Hotel Ernst. Es ist die Verbundenheit zur Tradition, aber nicht im Sinne einer musealen Einfrierung des Gewesenen, sondern im Sinne eines stets lebendig gehaltenen Gedankens, sich im jeweiligen Kontext der Zeit den Kunden, nämlich den Gästen, anzunehmen. Das seit 1863 in Familienbesitz stehende Grand Hotel verbindet zum einen auf stilvolle Art bewährte Tradition mit zeitgemäßer Moderne. Ein Hotel muss sich ständig weiterentwickeln. Die Infrastruktur muss an moderne Wege und durch Investitionen an zeitgemäße Ansprüche angepasst werden. In den Räumlichkeiten der 142 Zimmer und Suiten kann sich der Gast wohlfühlen. Weit unter Tarif bezahlt, mault aber nicht. Mieten Sie den Vito für nur 6,90 € pro Stunde bei Starcar, der günstig gelben Autovermietung.